Ursache gefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ursache für den Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Jilunagura-Straße ermittelt. Ein 27-jähriger Bewohner aus Eritrea hat den Knall und den Brand mit einem mobilen Gaskocher ausgelöst. Mehrere Wohnungen im Haus sind bisher nicht bewohnbar. Wie hoch der Schaden sein wird, ist derzeit noch unbekannt. Am Mittwoch wurde die Feuerwehr gegen 13 Uhr alarmiert. Sie hat das Gebäude evakuiert und den Brand gelöscht. Elternbeiträge sorgen erneut für Diskussionen. Der Unterausschuss Kita-Betreuung der Stadt Cottbus muss sich erneut mit der Elternbeitragssatzung auseinandersetzen. Das berichtet die Lausitzer Rundschau. Im August hat das Land das Kita-Gesetz erneuert. Demnach dürfen Personalkostenzuschüsse nicht in die Berechnung der Elternbeiträge einbezogen werden. Ab August sollen möglichst schon die neu berechneten Beiträge gezahlt werden. Ob die seit 2016 zu viel gezahlten Beiträge zurückgezahlt werden, ist noch unklar. Ampeln auf dem Prüfstand. In Cottbus werden morgen wieder Lichtsignalanlagen gewartet. Betroffen sind die Kreuzung Liepetzger Straße, Lauchhammer Straße, Tirbacher Straße in Sachsendorf, die Kreuzung Stadtring Parzellenstraße, die Ampel an der Autobahnauffahrt Cottbus Süd in Richtung Berlin und die Fußgängerampel Franz-Mehring-Straße, Ludwig-Leichhardt-Allee. Zwischen 8 und 15 Uhr kann es dort jeweils zu Einschränkungen kommen. Während der Instandsetzungsarbeiten werden die Ampeln ausgeschaltet.